Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens-Würzig, der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com. Und heute bin ich hier mit einer ganz lieben Kundin, Astrid von Weidenhila. Und meine erste Frage bei diesen Videos ist immer, Astrid, würdest du dich bitte vorstellen und den Zuhörern sagen, wer du bist, wo du lebst, was du tust überhaupt in deinem Business? Ja, hallo. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier mit Shalia dieses kurze Interview machen kann. Ich lebe in Hamburg und arbeite als Erfolgscoach. Ich habe mich dabei besonders auf berufstätige Frauen mit Imposterphänomen spezialisiert. Ja, was ist das? Das Imposterphänomen ist das Gefühl, das hinter ganz vielen Selbstzweifeln steckt. Trotz hoher Kompetenz, Können und Wissen leiden besonders Frauen oft an der Vorstellung, nicht gut genug zu sein und entlarvt zu werden. Und ich zeige Ihnen, was dahinter steckt und wie Sie sich auch als Führungskraft in jeder Umgebung souverän fühlen. Sehr schön. Das war so schön vorgestellt, Astrid. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und wir freuen uns deswegen auch so, weil du bist relativ neu auf dem Markt und wir arbeiten eine Weile dran. Was ist die Positionierung? Wer ist die Zielgruppe? Mit wem arbeitest du da genau zusammen? Und ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Die nächste Frage ist dann, was war deine Situation, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist? Ich habe gerade gesagt, dass du relativ neu auf den Markt gestürzt bist. Vielleicht erzählst du, wo du gestanden bist vor 6 Monaten. Oh ja, das war eine ganz andere Situation als heute. Also vor 6 Monaten, vor einem Jahr habe ich meine Festanstellung gekündigt. Ich habe davor schon diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, die mir alle sehr viel gebracht haben. Aber ich war noch so dieser typische Bauchladen. Und in den 6 Monaten mit Shalia habe ich ganz besonders eben an meiner Positionierung gearbeitet, um herauszufinden, mit wem möchte ich denn wirklich arbeiten? Wer kann am besten von mir profitieren, von meinem Wissen profitieren? Wem kann ich gut helfen? Und ja, so was würde dann in der gemeinsamen Arbeit Spaß bringen? Ja, genau. Und so, was sind deine Themen? Ja, und zu welchen Themen kannst du stehen auch? Das ist auch nicht immer so etwas, was man von heute auf morgen überhaupt ermitteln kann. Und es sind einige Gefühle, die damit auch verbunden sind, oh ja. Wo man dazu stehen muss. Ja. Okay, und als du begonnen hast mit diesem Bauchladen, wie du von dir selbst sagst, dass du damals hattest, was waren deine Erwartungen, als du in das Coaching mit mir gekommen bist? Ach, ich bin eigentlich damit losgegangen, dass ich dachte, ja, ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie ich mich selber zeige. Das war irgendwo so meine größte Schwierigkeit. Ich habe ganz, ganz, ganz viel gelesen. Also ich glaube, ich bin die Zeit davor wie ein Schwamm gewesen und habe im Internet so ziemlich alles aufgesaugt, was es nur irgendwo an Informationen kriegt, und war damit restlos überfordert. Also ich hatte nicht zu wenig Wissen, sondern eher zu viel, und wusste nicht, wie ich ja, das in die richtigen Bahnen bringe. Ja, und das kenne ich von vielen. Also du bist nicht alleine damit gewesen. Also es gibt so vielen, denen es ähnlich geht. Also sie haben eher mehr Informationen als wenig, aber wissen nicht, wohin damit. Mhm. Und ich denke, wahrscheinlich hast du hoffentlich ein bisschen roten Faden und Struktur gewartet. Was hast du tatsächlich bekommen in der Zeit aus deiner Sicht? Also was ich sehr schön fand, war, dass wir ganz am Anfang so einen Plan auch gemacht haben mit klaren Aufgaben, mit Strukturen, mit Einzelschritten. Ich bin selber ja ein großer Fan davon, von diesen Babyschritten. Ja. Aber naja, wie das halt so ist, als Coach weiß ich am besten, was man braucht, nämlich einen guten Coach. Und sich selber coachen geht nicht. Und da habe ich mich sehr gut an die Hand genommen gefühlt, und wir haben eben einen guten Plan entwickelt, und ich habe nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise ganz viel Input bekommen, aber in einer klaren, strukturierten Form, die mich weitergebracht hat.
Ja, du hast dich immer also sehr, sehr genau den Schritten nach gearbeitet. Also auch wo du darin exzellent warst, war eine Aufgabe anfangen, das vollkommen zu Ende bringen. Komm, wir gehen auf das nächste zu. Und du und ich, wir hatten eine Diskussion darüber ganz am Anfang des Coachings und auch zum Ende hin. Die Leute bei mir jedenfalls, die am besten Erfolge bekommen, sind diejenigen, die in der Lage sind, eine Sache anzufangen und erst abzuschließen, bevor sie mit dem nächsten beginnen. Und wie hast du das empfunden, emotional das so zu machen? Machst du das immer so oder war das neu für dich? Das war ganz neu für mich. Ich hatte das davor schon mal gehört gehabt und auch in der Zeit, wo wir daran gearbeitet haben, habe ich das nochmal aus einer anderen Quelle ganz schön und anschaulich gesehen. Aber trotzdem war es für mich eine große Herausforderung und eine sehr starke Erkenntnis. Also eine der wichtigsten Punkte, die ich aus unserer gemeinsamen Arbeit auch mitgenommen habe, ist wirklich ja, ein Projekt anfangen und das wirklich zu Ende zu bringen und mich nicht in tausend unterschiedliche Dinge zu verzetteln. Und das ist besonders für mich, die ich ja eher, so sage ich jetzt mal, ein kreativerer Mensch bin mit vielen, vielen Ideen, was Neues gewesen, was mir aber, glaube ich, in allen Bereichen meines Lebens ganz viel bringt. Ja, es ist so leicht, gell? Also man ist als kreativer Mensch, als optionsorientierter Mensch, das bin ich auch, so leicht abzulenken. Man ist ja auch so begeisterungsfähig für all die Sachen, gell, die es auf dem Markt gibt, an Strategien, an Inputs und so weiter. Und man kann ganz schön weggezogen werden von den Sachen, die einem wichtig sind. Das geht ganz schnell. Aber du hast dich total zielstrebig nach vorne gerichtet. Was waren nach dieser, also dieses nach vorne richten, Ergebnisse für dich in den 6 Monaten, die dir wichtig sind, und die für dich sowas wie eine Grundlage sind für dein weiteres, Vorgehen? Also, was für mich eine große Veränderung, vielleicht die größte Veränderung war eben, dass ich auch in dieser Zeit in unserer gemeinsamen Arbeit, obwohl ich dann sehr klar meine Zielgruppe herausgearbeitet hatte, immer noch mich so vor meinem eigenen Thema drücken wollte. Und es hat wirklich ganz lange gedauert, bis ich jetzt tatsächlich erst vor ganz kurzer Zeit dann auch gesagt habe, nein, okay, ich könnte ganz viel machen und wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, bringe ich natürlich auch mein ganzes Wissen ein. Aber letztendlich ist meine Herzensangelegenheit, und das kann ich wirklich so nennen, das Imposterphänomen und da Frauen zu unterstützen. Ja, genau. Und zu dem zu stehen. Und Ja. da, ich bin so froh, dass du das ansprichst, weil es gibt so viele Strukturen und Leitfaden und Strategien und die funktionieren auch gut, wenn man diese Schritte durchschreitet, von den Marketingstrategien und so weiter. Aber das, was eigentlich wichtig ist bei der Selbstständigkeit und gerade als herzgetriebene Unternehmerin wie du, wir bringen uns gesamtheitlich ein, gell? Unsere ganzen Emotionen, unsere ganzen Glaubenssätze, Hindernisse im Kopf, wo wir uns selber im Weg stehen und so weiter. Und es reicht nicht alleine, nur analytisch, logisch voranzuschreiten, sondern man muss sich immer wieder anhalten und sich auseinandersetzen mit diesen Themen und schauen, wo man gerade ist. Und das hatten wir auch auf dem ganzen Weg, gell? Und ich finde es wichtig, auch das so offen auszusprechen. Das macht den anderen Mut, finde ich, dass es für sie auch okay ist, dass es ein Prozess ist. Wie siehst du das? Ja, genau so. Also es ist wirklich, was mir sehr schwer gefallen ist und auch, ich glaube, wo ich wirklich dankbar auch bin für diese Kindergeschichte. Vielleicht gehst du da auch noch mal kurz drauf ein, die du Ja. mir auch geschenkt hast. Ja. Das ist wirklich den nicht immer nur auf das Ziel hinzuarbeiten, sondern zu Beginn auch den Prozess zu genießen. Den Prozess, also das Selbstständigsein ist nicht ein Selbstständigsein als Endpunkt, sondern ein Selbstständigwerden im Sinne von ständiger Verwandlung und Weiterentwicklung. Ja, genau so ist das. Das ist das Buch, das du erwähnst. Also, das habe ich hier immer neben mir liegen. Das ist The Ja, Carrot Seed. Und du hast es bei dir jetzt auch mittlerweile, ich gell? habe das Und ja, auch so. hier. Genau. Und zwar handelt es sich dabei um einen kleinen Jungen, der
eine Karotten, sag mal, Samen pflanzt, gell? Und er geht jeden Tag und gießt es und kümmert sich drum und das Ding wächst nicht und wächst nicht und alle um ihn herum beginnen daran zu zweifeln und zu sagen, hey Kind, es wächst nicht. Und er hält beharrlich dran an sein Glaube, dass es was wird. Und am Ende schießt das Ding aus dem Boden. Und irgendwann mal hat er einfach so einen riesen Ertrag, also von dem Ganzen. Und das ist auch das Ding am Anfang der Selbstständigkeit. Es gibt so lange Zeiträume teilweise, wo man Gehirnschmalz reinsteckt, Herz reinsteckt, arbeitet, gießt, düngt, alles macht. Und sieht noch gar nichts. Und das ist trotzdem unter der Oberfläche am Wachsen. Und man muss in der Zeit wirklich festhalten an seinem Glauben. Wie hast du das geschafft oder wie schaffst du es immer noch, Astrid, daran festzuhalten an diesem Glauben? Was ist deine persönliche Strategie dafür? Also einmal herzlichen Dank, hatte ich ja eine großartige Hilfe mit dir. Das war schon eine große Unterstützung. Also ich glaube, den Weg ganz alleine zu gehen, ist schon unnötig schwer. So wie eigentlich, wir sind nicht dafür gebaut, alleine alles schaffen zu müssen und wir müssen es auch nicht. Und das ist das Schöne heutzutage in Zeiten von Internet. Wir können uns unsere Unterstützung, unsere Gruppe, unsere Gleichgesinnten überall auf der Welt suchen und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Element und ein wichtiger Baustein. Und das andere, was ist, dass mir einfach die Ja, ich muss sagen, die Botschaft so wichtig ist und die Frauen so wichtig sind, denen es heute noch so geht, wie mir es ging und wie es mir auch heute manchmal selber noch geht. Und auch da möchte ich eben keine alleine sehen und keine alleine lassen und diese Botschaft in die Welt tragen und sagen, hey, ja, es gibt gute Gründe dafür, zu zweifeln und Angst zu haben und unter dem Imposterphänomen zu leiden, aber man muss es nicht. Man Ja, kann es auch leichter machen. ja, genau. Das heißt, du siehst auch mitunter Kraft aus dieser Idee, hey, ich habe etwas zu geben und das sind Leute, die darauf warten. Und das kann ich gut verstehen, weil ich hab eine ähnliche Motivation. Jeder seine Motivation ist anders, aber ich habe eine ähnliche Motivation. Jetzt schaue ich mir mal in meine Fragen. Ah ja, genau. Genau. Die letzte Frage wäre, für diejenigen, die jetzt uns zuhören, zuschauen bei diesem Video, die vielleicht in Erwägung gezogen haben, ein Strategiegespräch mit mir zu machen, eine sogenannte virtuelle Kaffeepause, sie sich aber nicht sicher sind, ob sie das machen sollten. Was würdest du denen sagen? Also erstens mal, diese virtuelle Kaffeepause hat den großen Charme, dass sie gratis ist und dass sie genau für jemanden, der sich dafür interessiert und der Unterstützung sucht, eine halbe Stunde Zeit kostet. So. Und der Gewinn allein nur in dieser Zeit über seine eigenen Themen zu sprechen, ist schon immens groß. Also selbst wenn dann keine Zusammenarbeit herauskommt, ist das schon ein Gewinn. Das Zweite ist, ich kann nur sagen, ich habe in dieser gemeinsamen Arbeit mit dir so viel mehr noch gelernt, so viel mehr im Umgang gelernt mit potenziellen Kunden, ja, ich weiß nicht, also das sind so viele Dinge zusätzlich gewesen, wo ich denke, dass ich ganz stark profitiere daraus und es ist eben nicht wie jetzt in einem Internetkurs, der auch seine Berechtigung hat und der sehr hilfreich sein kann, sondern es ist wirklich jemand da, der dich ganz gezielt an die Hand nimmt und dir einfach viel mehr zeigen kann noch, als du überhaupt erwartest. Und ja, was hatte ich neulich in unserem Gespräch so schön gesagt? Exceed expectations. Ja, das ist Erwartungen so. getroffen. Super, danke schön. Also, das war so schön. Ich kann dem nichts hinzufügen. Das hast du einfach super gesagt. Danke, herzlich für deine Zeit heute. Und wir sehen uns eh gleich wieder für das nächste Video, weil wir wollen für den Kurs was drehen. Ja, Bis gleich. herzlichen Dank auch für das Interview. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang dachte, ich werde aufgeregt sein. Es war einfach toll mit dir wieder. War easy going, gell? Haben wir Ja. geschafft. High five. Tschak, tschak. Danke, Astrid. Vielen Dank.